Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Sorry Leute, war ein bisschen still hier auf diesem Sender in den letzten Tagen. Ich hatte ein paar sehr aufregende, spannende Tage, die aber auch meine volle Konzentration und Aufmerksamkeit gebraucht haben. Ist halt manchmal so. Heute geht es um Wachstumshormone. Was ist das? Wofür sind die gut und warum willst du die haben? Und wie machst du dir die selbst? Ich möchte mich hier explizit auf einen Artikel von Dr. Ulrich Strunz vom gestrigen Tag beziehen. Und darin fasst er das Thema auf seine unnachahmliche Art zusammen. Daniel Rodman ist ein amerikanischer Forscher und der hat vor 30 Jahren um 1990 am Medical College in Wisconsin in Experimenten nachgewiesen, dass Wachstumshormone wie ein Jungbrunnen wirken. Er hat über längere Zeiträume, 6 Monate, 12 Monate, älteren Menschen zwischen 60 und 80 Wachstumshormone gespritzt und festgestellt, dass sie dadurch jünger wurden. Konkret: Falten verschwinden, Knochen werden fester, Muskeln wachsen, Fett schmilzt. Das ist das, was man sieht. Was man nicht sieht, ist, dass auch Fett in den Adern verschwindet. Also das Zeug, das Adern verstopft und so zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führt. Organe werden größer, zum Beispiel die Nieren. Nicht schlecht, oder? Schön, wenn man älter ist. Und wenn man jung ist? Keine Falten hat? Nun, Muskeln wachsen, Fett schmilzt. Auch interessant, wenn du jung bist, oder? Und dazu kommt, dass Sehnen und Bänder hochelastisch und dehnbar, sprich belastbar werden. Und dass die körperliche Regeneration unglaublich zunimmt. Nach dem Sport, nach dem Joggen, nach dem Krafttraining, nach dem Volkslauf, Halbmarathon oder Marathon. Klingt nach bester Version von dir, oder? Wie wird gemessen, wie viel Wachstumshormone wir im Blut haben? Über den Blutwert IGF-1. Das ist die Abkürzung für Insulin-like Growth Factor 1. Wird auch Somatomedin C genannt. Die Molekülstruktur ähnelt der Molekülstruktur von Insulin, daher der Name. IGF-1 ist bei Kindern für das Wachstum zuständig, größer werden, und wirkt bei Erwachsenen anabol, also wie oben beschrieben, weg mit Fett und Falten und her mit den Muskeln. HGH, das beim Gehen, Laufen, Springen entsteht, ist ein Kofaktor bei der Entstehung. Und darum sind die Schritte so wichtig, die du hoffentlich gehst, 10.000 am Tag. Zurück zum Thema. Ich habe zufällig aktuelle Blutwerte vom letzten Blut-TÜV beim Janusz Winkler vom September diesen Jahres. Also gleich nachgeschaut. IGF-1. Und? Yes. Passt. Da gibt es einen Referenzbereich von 56 bis 203 Nanogramm pro Milliliter. Und mein Wert liegt am oberen Rand davon. Ein dicker grüner Haken vom Prof daneben. Läuft. Also, möglichst viel IGF-1 willst du haben. Weniger Fett und Falten, mehr Muskeln, elastische Bänder und Sehnen, leistungsfähigere Organe, verbesserte Regeneration. Wie viel du davon hast? Wenig, geht so oder reichlich? Kannst du messen. Über den Blutwert IGF-1. Und das ist einer der Blutwerte, die beim Blut-TÜV-Seminar bestimmt werden. Dazu gibt es übrigens in Kürze mehr Details. Termin steht ja schon fest. 24. bis 27. März 2022. Okay, für das IGF-1, viel oder wenig, bist du selbst zuständig. Ups. Okay, und wie machst du IGF-1? Erstens, IGF-1 besteht aus 191 Aminosäuren. Hast du wenig, entsteht auch wenig. Aminosäuren sind die Bestandteile von Eiweiß. Eiweiß musst du essen. Und zwar so viel, dass noch genug für viel IGF-1 übrig bleibt. Also, Eiweiß ist der erste Baustein. Zweitens, Wachstumshormon wird stimuliert durch einen tiefen Insulinspiegel. Okay, und wann ist Insulin tief? Wenn Blutzucker niedrig ist. Und wann ist Blutzucker niedrig? Wenn deine letzte Mahlzeit keine oder nur wenig Kohlenhydrate oder Zucker beinhaltet hat. Also Low Carb. Zumindest am Abend. Denn Wachstumshormon wird überwiegend in der Nacht gebildet, wenn Insulin niedrig ist. Bedeutet in der praktischen Umsetzung keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Stattdessen Eiweiß. Shake statt Schokolade. Kommen wir zu drittens. Schlaf. Mehr Schlaf heißt mehr Zeit zur Produktion von IGF-1. Viertens. Wachstumshormon steigt an im Blut durch moderaten Ausdauersport. Was das ist, weißt du selbst. Joggen, Schwimmen, Radfahren, Rudern. Ausdauernd. Moderat. Fünftens. Wachstumshormon steigt an durch erschöpfendes Training. Die Muskelübungen nach dem Prinzip Anstrengung. 2-3 Mal in der Woche. Und immer eine Wiederholung mehr, als du eigentlich schaffst. Sechstens.
Ein Glas Wein reduziert die Ausschüttung von Wachstumshormonen um 70%, schreibt Strunz. Und darum sehen Säufer so alt aus. Ein Glas Wein jeden Abend, 70% weniger IGF-1 in dieser Nacht. Und siebtens, Wachstumshormon ist abhängig vom Körperfettanteil. Wird noch leichter ausgeschüttet bei einem Körperfettanteil kleiner 15%, sagt die Sporthochschule Köln. Also, weg mit dem Fett. Lohnt sich offenbar nicht nur für die Optik, hält auch jung. Okay, daraus ergäbe sich doch eine klare, einfache Anleitung für Menschen, die länger jung bleiben möchten, ohne sich Wachstumshormone für 180 Euro pro Tag spritzen zu lassen. Und diese einfache Anleitung sieht wie folgt aus. Eiweiß rauf. Messen, essen, nachmessen. Low Carb am Abend. Shake statt Schokolade. Schlafen. 7 bis 8 Stunden erholsam schlafen. Schritte tun. Moderater Ausdauersport. Die Muskeln benutzen. 2-3 Mal in der Woche und zwar bis sie brennen. Und dann? Alkohol selten. Und nicht jeden Abend nur ein kleines Gläschen. Schon zu viel. Zumindest für dein Wachstumshormon. Und runter mit dem Gewicht. Und dann gibt es weniger Fett und Falten, mehr Muskeln, Elastizität, starke Organe und beste Erholung. Nennt sich Jugend. Geil. Ich habe jetzt schon 3-mal in den Papieren hier meinen IGF-1-Blutwert aus der Analyse vom Blut-TÜV im September nachgeschaut. Kann gar nicht oft genug hinsehen. Der Wert ist übrigens seit dem letzten Jahr noch ein paar Punkte besser geworden. Es funktioniert. Das nächste Blut-TÜV-Seminar findet übrigens vom 24. bis 27. März 2022 in Lüneburg statt, mit Professor Dr. Janosch Winkler und seinem Team. Und IGF-1 ist einer der vielen Blutwerte, die da bestimmt werden, neben vielen, vielen anderen. Ich muss noch alles zusammenrechnen und dann sage ich Bescheid, wenn ich alles zusammen habe zu dem Seminar. Eine unverbindliche Interessentenliste, die gibt es schon. Wenn ich dich unverbindlich natürlich aufnehmen soll, dann schreib kurz an ralf@barefootway.de. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Du weißt, was zu tun ist. Eiweiß, Schritte, Muskeln, Schlafen, Low Carb und vielleicht nicht jeden Tag Glühwein. Wir hören uns. Dein Ralf Bohlmann.